Jo, ganz weitergehen, oder? Jo. Jo. Ich hab gehört, Timo Sport für Endgame. Ja. Ich auch gehört. Schaff ich aber jetzt diese Runde schon, ne? Komm, hast du bald. Aber wollen wir es Runde 20 machen oder nicht? Gut. Also, Ja, mir ist egal, also zwei, drei wie Runden, wir es genau. machen. Also ich würde es Also. diese Runde eigentlich theoretisch schon schaffen. Von Punkten her. Was? Eine Granate. Naja, Granaten Ja, müssen auch, die sind stimmt. irgendwie OP. War richtig. Die killen dich insta, Mann. Deswegen habe ich eben auch gewundert, ich war down und habe aber Second Chance bekommen. Ich muss nachladen. Der guckt, der hat Regeneration bekommen, der Dings. Was? Ich hab Double Points geholt. Ich will Keine hier Sorge, ich hab den mit. Brief wieder Okay. gegeben. Oh, Alter. Zwei Perks hier. Nehme ich auch gerne an. Oh, Alter, ey. Der extremste Geier, ey. ja, jetzt bin ich mal wie ihr. Das läuft Ja, doch. wie Geier noch nicht. Wir gehen Ja, ganz nee, gechillt ihr da rennt hin direkt und alle du los. wie so Ja, ein. ganz Hier, schön schön, ey. wir wollen das Perk online nur verschwinden lassen. Ja, genau. So sieht's aus, Leute. Ihr habt's erkannt. Wir sind halt Menschen, die gerne Geschenke annehmen. Ja. Es ist doch nichts Schlimmes dabei. Für den Menschen gehöre ich auch. Leute, ich bin komplett leer, gell? Kein Problem, mein Omni-Blaster ist noch Ja, voll. warte, ich hole mir da unten Munition, ich muss einfach nur da runter springen. Und laufe einfach wieder eine Runde. Kommen da alle Muni? Nö, ich brauche keine. Ich meine nur, ob da alle Muni bekommen, wenn man Max Ammo da kauft. Nee, haben wir nicht. Aber Double, ne, habt ihr Double Points bekommen eben immer? Ja. Ja, Double Okay. Point ist was anderes. Ah, nee, ich wollte trotzdem nur sicher gehen. Ey, kriegt man keine Punkte bei denen. Ich habe Double Points wieder geholt. Ja, kriegst keine Bunte bei denen, kommst du mir, ne? Ja, ich krieg keine Munition bei denen, also komm ich hier. Das kann man echt keiner bei denen, die geiern jeden Ey, du hast einzelnen schon Kombi. das Endgame-Geld, Mann. Ich weiß. Kaufe ich auch noch ein bisschen was. Wow. AK. Auch noch mit FOV 90. Och, geil. Hat jeder Muni bekommen? Ja, ich habe Muni bekommen. Ja, okay, ich habe für uns alle gekauft, weil ich brauchte unbedingt. Und welche kann Ich kann eine Waffe nehmen. Lol, echt? Ja. Lol, nice. Gerade schon gewonnen. Hä, was ist das für ein Geräusch? Die Waffe war doch noch drinne. Man muss sie genommen haben. Aha. Ja, nimm aber. Ne? Aber nicht dabei drauf gehen. Das Risiko ist mal runter zu rennen. Ist alles oder nix? Mal sehen, wie lange es dauert, bis Schwarzwälder da hinten down ist. Lass uns überraschen, war. Aber Ah. hinten, das ist schon. Die Spawns sind da manchmal ein bisschen crazy. Ey! Was? Da, ich hab Lauf den ist Perk Zombies gegeben. haben! Ich hab den Perk gegeben, guck, und jetzt glaube ich's dir. Oh, du Sack. Oh, Ich hab ich den hab doch Perk das gegeben und Geilste, das ey! Geilste.
Ist klar. Geier. Jawohl, Ammo Regeneration. Jetzt bin ich wahrscheinlich gleich down. Ah. Hat er uns schon gerade teleportiert? Ey, nirgendwo ist man sicher vor diesen Geiern. Leben besteht aus Geiern. Komm damit klar. Geil, jetzt könnt ihr alle Perks haben. Ich meine, ich hab's glaube ich jetzt eh schon alle, mir bringen das Perk und die Perkflasche dann nicht. Ja, ich hab 6 Stück, keine Ahnung. Ich habe 3, 6, 9, 10. Ich schon bei dem Mod immer nur Juggern, dann warte ich einfach bis ich andere krieg, keinen Bock immer die anderen zu holen. Ja, ist auch Geld drauf. Jugger reicht mir immer. Also Jugger ist wichtigste. Naja, außer man hat's, Digga. So wie ich gerade. Wie schnell die umfallen. Das kann man Runde 17. Ah. Die Shotgun ist so stark, Mann. Ja Leute, ich bin leer, gell? Dann muss ich auftanken gehen. Wie alle gut. Kannst du, kann man da mal Double Points holen? Warte, ich hol. Hä, es blinkt schon? Sie blinken das schon. Gerade gekauft. Aber die Shotgun ist noch One-Hit, Mann. Jimini, nee, kannst du halten. Okay. Könnt ihr kurz einen am Leben lassen? Bitte? Einer ist noch irgendwo. Ja, irgendwo ist noch einer. Also wann wollen wir Endgame machen? Ja, von mir aus können wir noch so ein, zwei Runden machen. Oder bis 20. Ja, sagen wir ja, bis kann 20. Sein, kann sein, dass wir sterben. Was? Kann das auch bis dahin sterben, also ist alles möglich. Nee, ich glaub nicht. Ey, das kann immer was passieren. Sag mal jetzt nie. Ich hab hier gerade irgendwas für 1000 gesehen. Das ist Melee Power. Also wo du da runtergesprungen bist? Ja. Na, das ist hier stärkeres Knife. Ah, okay, jetzt hab's gelesen. Oh, die Kiste ist so räudig hier. Oh nein. Ach man, wie ich einfach Stuck habe beim Strafe Jumpen. Wie viel willst du noch an die Box? Kann dir irgendwie mal eine gute Waffe geben, so dass er halt rangeht und ich kann dann die nehmen. Ich krieg gerade wieder nur Dreck. Hättest du gerade einen Browning haben können. Bist du, du bist ein Gott. Gut genug für dich? Ja, auf jeden Fall. bei der Mod kann man, wenn man eine Kiste gespielt hat, wenn man etwas wart, kann ein anderer die Waffe nehmen, gell? Ja, haben wir gerade gemacht. Kann man killen? Der Gott, ey. Kann man killen oder nicht? Ja, ja, eigentlich schon. Ja, schon. Okay. Ja. Piu. Schwarzer, bist du wieder hier oder was? Ja, oder bist du wieder hier? Nö. Ich lauf hier mal die auch ein bisschen schwierigen Runden. Ah, 257 Zombies. Ja. Also ich kann euch auf jeden Fall die Shotgun empfehlen, Mann. Mal gucken, ob es jetzt noch One-Hit ist. Ja. Also zumindest im Kopf ist es One-Hit. Hast du Stopping Power? Jo, und Double Tap, falls das hier was bringen soll. Stopping Power macht, glaube ich, die Waffen stärker. Ja, das, das auf jeden Fall. Aber ob Double Tap hier jetzt wie Double Tap 2.0 in Black Ops 2 ist? Nee, ich glaube, da war es noch gar nicht draußen, das Black Ops 2. Wo häng ich denn hier fest? Bin ich... Hä? Ist Unreal?
Ja, auf jeden Fall beim ZCT-Mod, wow. Shotgun und Ammo Regeneration ist einfach nur imbar. Ja, ist unbesiegbar. Aber am besten die M1014 hier. Ich bediene mich mal. Oh, Ammo. Hört ihr immer das gleiche Lied oder was? Oder gibt's nur das eine? Drei gibt's. Die drei Worded War Lieder. Ah, ich komme zu euch hoch. Hier geht's natürlich nicht hoch. Ach nee, hier kommen wir gar nicht hoch, nee. Fuck. Ah, kann mich hier mal gucken, was die Zombies hier machen. Kommen überhaupt welche hier lang? Komplette Ruhe hier. Ja, ich bin gerade extrem aufgeregt. Ja, also konzentrieren. Komplette Ruhe vom Sprechen her, aber komplette Ruhe bei mir. Hier sind keine Zombies. Ja, guck mal bei mir. Ja, aber trotzdem, sonst waren beim. Oh, jetzt kommt einer. Mal gucken, wie er hochklettert. Wow! Lol. Drop and Perk. Nee, hä? Wo ist ein Perk? Nee, keine Ahnung, irgendwie war hier eben was Ledernes kurz angezeigt. Hauptsache die unsichtbare Waffe erstmal auf den Rücken machen. Ich könnte mal einen Trickshot machen. Hä? Was? Was war das? Granate? Nein. Nee. Ich glaube, der hat nur einen Schlag bekommen. Gut, dass ich Glück für Rafe hab. Und das durch. Und das dann durch die Mauer, weißt du? So richtig imbar. Boah, Schachladen. Ich komme jetzt euch mit hoch. Nein! Nein, scheiße. Gemacht, ja. Revive du. Ach, was liegt denn hier? Ach, hier ist auch eine M1014. Ja. Aber das muss eine andere sein. So, ich habe ein paar Crawler gemacht. Das ist doch nicht die M1014, das ist doch... Winchester 1300 Marine. Ja, die will ich auch nicht. Die hat zwar mehr Bums, aber... Oder nee, ich nehme die doch. Einfach nur, weil sie so cool repetiert. Bam. So, wollt ihr irgendwas groß noch kaufen, oder was? Ich guck mal, was ich an der Kiste krieg, wenn ich, ob ich an der Kiste ein bisschen Glück hab. Ah, hier sind auch noch andere Kisten, gehen nicht auch noch auf durch irgendwas? Durch Teddybären? Ich ziehe ja auch mal gleichzeitig, vielleicht ist was Gutes drin. G36C? Boah, nein. Nee, hab ich gerade eben gehabt. Hab ich jetzt auch gerade wieder gezogen gehabt. Ich will die AK haben, oder? Danke. Einfach mal kurz vorbeigekommen, so schlau. Ja. Naja, besser als die MP5, Mann. MP5? Ja. Hab ich gerade gezogen. Ja, die hat sich davor gezogen, so hier oben. Das finde ich echt geil, dass man so die Waffen von den anderen stibitzen kann, so wenn die nicht brauchen oder wollen. Ah, ne, schon klar. Nice. Ey! Was denn? Er hat eine Granate geworfen. Weiß ich nicht. Der liebe Gott. Oh, eine Tragunov. Wer möchte die haben? Keiner. Ne. Ja, du hast auch eine Tragunov gezogen. Hör auf zu ziehen. Du drückst mein Glück runter. Kommt die Granate her. Ah! Ey, die haben schon getroffen, ey. Ja. Baseball, Mann. Jetzt darfst du zur nächsten Base laufen. Yeah! Weil ich dich getroffen hab. Guck mal, was der hier oben hat. Oh, P90.
Geh weg, das ist meine. Okay, also können wir jetzt weitermachen, oder was? Einen Blick noch einmal. Komm. Guck dir den Scheiß an. Warte. Ist aber schön, ist die schöne Barrett. Stehen da drauf. Ach, ein Smiley. War das Smiley nicht in dem, in der Abdeckung von dem Zielfernrohr eigentlich immer? Ja, irgendeiner Waffe war das. Von MW2 oder? Ja, das war in irgendeinem Zielfernrohr drin. Oh nein, ich bin stuck. Ja, auf jeden Fall von der Barrett war das. Und ich weiß nicht, welchen COD. MW2. Wow. Was hätte mich da... Achso, mein Self-Defense hat einen Zombie gekillt. Ach, wow. Oh, was ist... Oh, dieses... Ich bin stuck. Nicht killen, lasse. Oh, Alter, wie ich da jetzt einfach mal übel stuck war. Blinken die Perks bei mir? Was ist mit denen los? Ey, ich mach noch nicht so macht viele. Oh fuck, wieso kommen denn jetzt hier so viele? Du kannst mich ruhig wiederbeleben, ich kann dich beschützen. Los, auf Armo, keine Muni mehr. Dafür sind die... Was ist das? Warum sterb ich nicht? Oh, ich sehe was, übelst umzingelt. Aber ich sterbe nicht, das ist total abgefuckt. Also meine Perks flashen übelst rum. Was ist denn los? Ja, du verlierst ist jetzt. Ist tot? Och Mann, ich brauch Perks. Ey, ich wollte auch gerade. Hä? Ich hab auch nur Jagger bist du, Alter. Ich hab gar keins. Wer kommt der Jagger? Ich hab alle. Glaube ich zumindest. Also es fehlt irgendeins. Lass mir noch mal ein paar. Bitte lass mir das jetzt. Ja, unten liegt ein. Alter, diese scheiß Knife und Double Perk, das... Flash um herum. Armor Regeneration, yes. Ammo. Ammo, ja genau, Ammo. Hab ich gerade versprochen. Das ist ja unmöglich, die Versprecher. Ich laufe gerade übelst die Big Rounds. Ich kriege keine Punkte, ey, bei denen. Liegt nicht an mir, ja? Ja, du kriegst ja auch kaum Punkte. Ja, eben. Der eine geiert sich die ganze Zeit mit seinem MG die hier. Die geiert sich ein zurecht, ey. Wow, scheiß Spawn. Oh, mir wieder. So soll ich gleich anfangen. Oh, da ist der nächste down. Schafft ihr es oder soll ich hochkommen? Oh, ich bin stuck. Ich muss gehen, Zombies her. Ich kill jetzt noch keine bei mir so lange. Okay. Warte geht's. What? Hä? Oh, da kommen jetzt ein paar hoch. Ja. Und sind wieder runtergejumpt. Hallo und tschüss. Ja. Wollen wir das Endgame, soll ich gleich am Anfang der Runde 20 Connection, kaufen oder wollen wir die noch? Connection interrupted bei mir. Jetzt ich bei mir Connection interrupted. Ja, du hast halt übelst hohen Ping. Geht, hab schon okay, schnell, ja. Ich kauf das Ende, damit du es noch schaffst. Ja, mein Ping. Ah, jetzt bist du wieder da. Ja, schnell. Ach, ich bin auch noch gesprungen. Trotzdem. Das ist noch Doppelpoint. Okay, ich kauf's jetzt. You have defeated the dollhouse. Extra ja, Taco-Sauce. Ich kann Zombie-Chicken Taco-Sauce for you, get next. Yeah. Yeah. Jetzt können wir unsere Tacos leider hier mein futtern. Damit einen dippen. So, kommen wir zur Bewertung. Wie immer Mapping und Scripting. Beim Mappen würde ich sagen, ja, die Idee, dass man so, sag mal, die Puppen in einem Puppenhaus sind, eigentlich nicht schlecht. Aber das habe ich schon mal bei COD4 auch schon sehr oft gesehen. Was ich aber immer so scheiße finde, dass dann
die Gegenstände einfach nur so übelst kantig sind. Dass sie da nicht einfach mehr Polygone reinhauen können, damit es schön rund ausschaut. Weil zum Beispiel eben dieser Kleiderhaken, der war halt übelst kantig aus, aber naja. Ja, sonst, was eigentlich? Okay aufgebaut, sag ich mal. Bisschen komisch vielleicht. Wo wir zum Beispiel, wo wir gestartet sind und dann irgendwie nochmal ein extra Haus rein, war irgendwie ein bisschen komisch. Keine Ahnung, Mappen würde ich ein... ja, 8 von 10 geben vielleicht. Und Skripten? ZCD-Mod gefällt mir nie so wirklich. Die Perks sehen immer ein bisschen komisch aus. Easter Egg, okay. Ein paar Teddys abschießen. Dann das und das freikaufen. Ja, eine 7 von 10 würde ich davon sagen. Was haltet ihr davon? Standard. Also, der nächste darf. Keiner will. Keiner will. Ja, Paddy, mach du als erstes. Ja, also ich, vom Mapping her, also, ja, war halt so das Übliche so, finde ich, von dem Modern, so, ist halt bei den Maps meistens so aufgebaut, so, ein paar Türen aufkaufen, bla bla. Mhm. Ja, ich meine, ja, vom Mapping her kriegt das 7 von 10 Punkte auf jeden Fall von mir. Ja, vom Strippen habe ich gerade gesagt, jo. <Vom Strippen. lacht> ja. Ich weiß nicht, ich mag diese Mods nicht so allgemein, so mit diesen Zombies und die Perks allgemein, das ist eigentlich nicht so von meinem Fall so. Ja, das war mir genau das gleiche. Ja, eben so kriegst du von mir 6 von 10. Also, ist nicht unbedingt mein Fall. Hm. Okay, dann Robert als nächstes. Ja. Also, kann ich auch sagen, wie es mir allgemein gefallen, also Bock gemacht hat und so. Naja, klar. Also, mir hat's schon Bock gemacht, auf jeden Fall zu viert. Zu viert ist immer geil. Mhm. Ich bin auch froh, dass wir das Endgame gepackt haben. So gesagt, überlebt haben, ist immer gut. Überleben ist immer gut. Und ja, vom Mappen, ganz, also, sag mal so, es war nicht super, super und auch nicht scheiße. Es war in Ordnung. Ja. Also, sag mal so Standard auf jeden Fall. Würde ich auch mal so 6 von 10 geben, so um den Dreh. Und vom Stripten, aber was nein. Ja, also ich finde die Perks, also vom Aussehen jetzt auch nicht so super. Bisschen so gammelig gemacht. Ja, das sieht so alt aus, finde ich. Ja, das sieht so gammelig aus, so billig gemacht. Aber halt, da gibt's auch neue Perks. Wie gesagt, das Ammo Regeneration ist eine richtig coole Idee. Oder was gibt's noch cool ist, dieses Stopping Power ist auch nicht bei jeder Map. Ja. Also. Na gut, also insgesamt beim ZCD-Mod ist es ja immer dabei. Die ja, ich meine, im Gegensatz zu anderen. Ja, ja, klar, ja, das ist. Und ja, da würde ich auch so 6 von 10 geben. Also, mhm. Ja, insgesamt so ganz in Ordnung. Also, Easter Egg auch gut, man muss da was suchen. Teddybären. Ja. Und ja. Aber ich bin nicht so der große Fan von endlos Sachen suchen und so. Ja, es war eigentlich perfekt, es hat nicht zu lange gedauert, man hat es immer mal schnell gefunden. Ja, aber ganz ehrlich, man, wäre ich nicht dabei gewesen, hättet ihr viel länger gebraucht. jetzt mal ernsthaft, wäre es nicht so, weil ich kannte die Map schon. Ja. Ja. Kannte die auch schon, aber ich habe nichts gesagt. Okay. Ja, okay, gut. Vater, was denkst du? Ja, vom Aussehen her finde ich also der Meinung von dem Robert oder so, wie der heißt. Ich weiß gar nicht, welchen Namen. Ja, es ist nichts Großes und doch nichts Gutes, noch nichts Schlechtes und deswegen würde ich eher sagen, so eine 5 von 10, also so ein mittleren Bereich. Ja, so Standard, gell? Ja, das sieht einfach so lieblos gemacht aus, diese, so, ist ja total witzig, so, dass hier jetzt auf einmal so ein Fisch in der Kiste liegt und so. und auch eher so Pferdeköpfe. Ja, das fand ich dann eher so, meh. Jetzt ist, es ist nichts, ja, ist 5 von 10. Und Skripten 8 von 10, da ich einfach ich finde den Mod eigentlich ganz interessant. Auch die Idee, diese Zombies ein bisschen fieser werden zu lassen. Zum Beispiel, wenn man jetzt den Difficulty-Mod angehabt hätte. Ja. Und so. Aber es, wie gesagt, es sieht halt nicht so schön aus. Es sieht total gammelig aus. Und deswegen, und das hat, gefällt mir auch nicht so. Und die Art, wie das Armor Regeneration sich auflädt, finde ich auch ein bisschen bescheuert. Gut. Das ist ja. Falls wir nächstes Mal wieder eine ZCD-Map dran haben, können wir ja mal Difficulty-Mod anlassen. Ich bin mal was ja, da dann. Interessanter. Ja, interessanter auf jeden Fall, nur ich hasse es einfach, die teleportierenden Zombies. Ja. Nee, ist halt einfach Gewöhnungssache. Man ist ja, das auf jeden Fall. Na gut, war's von der Bewertung. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Map-Download ist natürlich wie immer in der Description unten und...
probiert selber aus, mit oder ohne Difficulty Mob. Ich sage ciao. Ciao. Tschüss.